Kollege. Du bist dran mit der Wache. Schon? Ja, jetzt los. Sonst holt der Feind uns noch. Erwarten wir raus, Wetterkapitän. Ist die Prinzessin auch mal aufgestanden? Die Prinzessin? Naja, du spinnst ja wohl, wa? Der Badesee mit den hübschen Mädchen ist übrigens in die linke Richtung, nicht? Du guckst in die falsche. Wann gibt's denn überhaupt Frühstück? Frühstück, Mensch, wie kannst du schon wieder ans Essen denken? Naja, erst wenn der Leutnant zufrieden ist. Der ist wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, der hat mich schon angemeckert hier. Warum wir so lange schlafen? Also, ich, du warst ja schon wach. Hier, er hat gesagt, das Frühstück gibt's erst für uns, wenn wir die komischen Panzereinheiten des Iwans aufgeklärt haben. Die sollen hier irgendwo in der Nähe rumeiern und unsere Kollegen sollen Bescheid wissen, wie viel Panzerfäuste die mitgeben müssen. Auch wenn sie jeden dritten Schuss verfehlen. Na gut, 5 Minuten hast du noch? Dann komme ich dich abholen. Ich guck mal, ob der Oberleutnant sich beruhigt hat oder der Leutnant. Der ist ja da immer so peinlich mit seinem Zeug hier. Du weißt, Offiziersschweine sind schlimm. Sag ich. Bis bald, geil. Bis gleich. Ein T-34-85 auf 5. Einer auf 6 und einer auf 12. Und dazu 3 russische Gruppentransporter. Einer auf 4 und 3 auf 14. Meinst du, das reicht den Herren? Ich denke schon. Dann Abmarsch. Dann sind wir noch Futter für die Ameisen. Und für die Russen. Panzer! Hast du noch eine Müllgranate? Stimmt, die gibt's ja auch noch. Na, du komm schon raus. Los, weg hier. Komm. Also, der Leutnant ist zufrieden mit den Ergebnissen. Die Aufklärer haben es bestätigt, warum auch immer die Luftwaffe nochmal sich einmischen musste. Wir haben ja alles erledigt. Naja gut, du weißt ja, wie die sind. Und wann gibt's denn das Frühstück? Lass das Gewehr hier und geh frühstücken. Beeil dich aber, ich will auch mal liegen hier. Mensch, da bist du ja wieder. Hat ja auch lang genug gedauert. Theoretisch. Ja, das Essen war auch gut. Ja, das freut mich zu hören. Wir sehen uns nachher, oder? Ah, ich denke mal. Feindkontakt. Na gut, Unterfeldwebel. Schreiben wir uns mal aus. Wir treten uns in Urlaub an. Schöne Woche. Machst du das? Scheiße. Wieso du? Nein, wieso nur du? Wieso?
Max, du bist viel zu früh gegangen. Guten Tag. So wie 10 ja. Hast du eine Zigarette? Tak, mam na mierze. Ja, ich habe eine für dich. Okay, bitte. Danke. Brauchst du Feuer? Ja. Okay, hab ich. Sehr gerne. Bitte schön. Danke. Schönen Tag noch. Danke ebenso. Der Kurva.